Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, bei Silent Hill Maria. Hi. Ja. Wir haben sie wieder im Gepäck. Sie ist mit dabei. Die Olle war nicht lang weg. Jetzt haben wir sie wieder am Schlawittel. Freut mich. So. Sekundenfan ist auch mit dabei. War nicht lange weg. Jo. Haben wir wieder am Schlawittel. Freut mich. So. Sarkasmus aus, ne? Genau. So, unser heutiges Ziel ist jenes, da wir jetzt wieder zu zweit sind, bedeutet das, wir haben doppelte Stärke. Und können jetzt von Ebene. Danke. Entschuldige. Können wir jetzt von Ebene 3 mit dem Aufzug da links im Gang hinunter. Aha, ich bin. Da bin ich richtig. Bist du auf der Ebene schon? Na, Was auf ist der nun? anderen bin ich. Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Das Herzeng hat jetzt nicht geklappt. Probieren wir es noch einmal. So. Und zwar gehen wir den Gang entlang, Retour Richtung Aufzug, fahren runter zur Ebene 2. Und schauen sich diesen Spind an. Ja. Na, jetzt können wir ja da was machen, hoffentlich. So. Jetzt ist nur die Frage, leben die Gegner wieder? Wir werden es sehen. Ich weiß, ich habe sehr interessante Kommentare auf Lager. Ja. Auch immer dieselben, ne? Aber immer. Was macht mein Kater da? Der sitzt da vor der Wohnzimmertür und fängt dann einen Kack darin rum. Vielleicht spielt er Silent Hill. Stellt er sich tot? Oje. Was? Was haben wir jetzt? Trick or treat? Was ist der Scheiß? Oh ja, das gefällt mir nicht. Erste Frage. Karussell, Geisterbahn, Achterbahn, Riesenrad und fliegender Teppich. Hä? Wie heißt der nochmal? Na, Phantasialand glaube ich nicht. Oder? Hört das mal auf auch? Ich möchte gerne aussteigen. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ah, okay. Hä? Und wann beantworte ich die Fragen? Ist Keine Ahnung. Kann mich daran gar nicht erinnern mehr. Okay. Muss ich da auf die Knöpfe drücken vielleicht? Nein. Natürlich haben wir alle beantwortet. Lagerraum im dritten Stock. Okay. Das war ein bisschen creepy. Moment, Lagerraum im dritten Stock.
Das Storage Room. Okay, da können wir rein. Da waren wir ja gerade in der Nähe. Wollt ihr mich verarschen? Sollen wir wieder retour fahren? Keine Ahnung. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Du bist mir immer große Hilfe, weißt Das war nicht fair, wenn ich mich nicht an all das erinnern kann. Okay, wir gehen jetzt einmal zum Spind. Pfeif drauf. Ich hoffe, es war kein Fehler. So. So, Holdemeid, hilf mir mal. Can't open it. Yeah, Marie, give me a hand here. Come on, you're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Alter, halt die Klappe und hilf einfach. What's this? Ah, der zweite Ring. Cute, isn't it? Okay. You're James. You take it. Thanks. Bleiring. Haben wir da noch was drin? Es ist nichts mehr im Kühlschrank. Ein fürchterlicher Gestank kommt heraus. Okay. Gut, das ist erledigt. Ja, dann der nächste Anhaltspunkt wäre dann heute wieder das Storeroom in Ebene 3. Okay. No. Dann gehen wir mal dorthin. Nur die Fragen weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da weiß ich ja nicht einmal irgendeine. Ich glaube, wir werden improvisieren. Kai, kannst du die Fragen nochmal durchlesen? Ja, ja. Bei Notizen, keine Ahnung. Falls sie nötig waren, überhaupt. Vielleicht war es ja auch einfach nur eine Szene, keine Ahnung. Aber warte, kannst du mal gucken bei Not. Da ist die Frau. Haben wir da jetzt schon irgendeinen Gegenstand irgendwie? Was die beiden Ringe? Aha, funktioniert. Ah, da muss ich wahrscheinlich alle drei Ringe einsetzen. Ah, okay, da gibt es wahrscheinlich drei Ringe wieder. Also bei den Rätseln ist ja meistens drei die Anzahl. Das heißt, der letzte Ring wird im Storeroom sein, wahrscheinlich. Ah nein, es ist schon offen. Es ist schon offen, okay. Na, da warte ich aber noch, da gehe ich da nicht durch. Heißt das, dass es offen ist? Ja, gell? Ja. Okay. Müsste eigentlich offen sein. Aber erstmal ins Storage Room gehen. Ja. Gucken, was uns da erwartet. Hätte ich auch gesagt. Aber wie gesagt, schau erstmal in bei Notizen, ob die Fragen da wirklich noch stehen. Nein. Na, wir probieren es einfach. So. Schauen wir mal hin. Not haben wir ein Safe State. Warte, wo war denn der nochmal? Da gerade, ah, da ist er eh schon um die Ecke. Ja, weil, Alter, wie creepy ist denn das? Da kriegst du dann geile Gegenstände, wenn du richtig liegst, oder was? Ah ja, wirklich, da ist eine Schatulle jetzt. Okay, die war nicht ah, vor. Die war vorher nicht da. Oder täusche ich mich? Ich erinnere mich wieder zumindest dran. So. Jetzt ist die Frage, wie waren die Fragen? Den Vergnügungspark, den können wir herausfinden. Der müsste. Da, Lakeside Amusement Park. Okay. Also, ja. Vergnügungspark am See. Das ist einmal die Antwort. So. Aber wer der Mörder ist, weiß ich jetzt nicht. Da muss ich raten. Was war denn die Frage? Ich hab die Frage jetzt nicht mal ganz im Kopf zum Mörder. Es wurden, glaube ich, zwei Leichen zerstückelt aufgefunden, wer der Mörder war. Irgendein ich Sullivan. Glaub, das war Walter Sullivan. Ah, ja, irgendein Sullivan, okay. Also habe ich mich doch erinnert. Könnte noch. Es sein. Ich glaube, da waren am Anfang des Spiels irgendeine Nachricht oder so. Oder irgendein ja. Papierfetzen. So, und dann brauche ich noch die einzige Straße, die irgendwie dorthin führt.
Ja, jetzt ist halt nur die Frage. Nächsten Evan wahrscheinlich, oder? Jetzt ist halt nur die Frage, ob ich das da irgendwie stehen hab noch. Oh. Oh. Quark 1 war, die erste an. Nein, also 2 war auf alle Fälle die erste. Also 2 war Sullivan, die erste. Das war die erste Frage nochmal. Mit dem Vergnügungspark. Ich glaube, das war die dritte. Nächste. Ich glaube, das war die dritte. Nur. Das war die zweite. Das war die zweite, glaube ich. Okay, das war falsch. Ach, kriegt man da Giftnebel oder was? Wie ist mein Status? Ah, ich verdrück mich schon wieder. Status, bitteschön, danke. Ich glaube, der überlebt nicht nochmal, aber ich probiere es nochmal. So. So, Frage. Was? Ich drücke die Taste, aber nichts passiert. Ach so, das geht dann nicht mehr, oder was? Nein! Okay, Safe State. Wir probieren das jetzt. So. So, das war die erste Frage, war dann auf Antwort Nummer 2. Es war die nächste, der dritte, ja, 3. Die nächste hat den. Da war's jetzt. 3. Ja, ich weiß, zwar war 2 oder 3. Die nächste hat den Müssenpark, war 2 oder 3. Okay. Das Sullivan war auf 1, das weiß ich. Aber das nächste. In der nächsten FMU war das, glaube ich, das war die Nummer 3 dann. Nein, war falsch. Okay. Dann probieren wir noch einmal das, das, das. Nein. Okay, ich hätte 3 genommen. 1. Haben wir dann 3 auch? Ja, eben so war es, genau. Ha! Was sind da geil drin? Schrottpatronen, 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 Ampulle, Ampulle. Geil. Geil. Das hat sie ja wirklich bezahlt gemacht. Ja. Also 3 habe ich recht gehabt mit der, also dritte Antwort, das ist mit dem Vergnügungspark am See. Dann die erste mit Sullivan hatte ich auch recht gehabt, nur die Straße musste ich jetzt raten, das war Nummer 3. Nein, das wusste ich. Okay. Die Straße, die nach, das war ja die zum Hotel führt, ne? Ja. Na cool, haben wir das auch? Haben wir das auch. So, jetzt können wir da durch die Tür durch. Aber das speichere ich doch glatt nochmal ab. Wenn ich schon mal hier bin. Ja. So. Na cool, das ist ja eine nette Überraschung. Ja gut, man könnte den Safe, den normalen Safe ja noch einmal laden. Theoretisch und die Antworten noch einmal probieren. Somit verkürzen wir das Ganze mit den Safe States, ne? Ja. Weil der Speicherpunkt ist ja direkt daneben, ja? So war es ja jetzt nicht. Ja. Gut, dann gehen wir durch die Tür durch. Vielen Dank. Monster erwartet. Der Tod. Nee. Ah, da kommen wir jetzt hinunter. Ja, was liegt da? Da liegt ein Umschlag auf dem Boden. Er hält ein schwer zu lesendes Schreiben. Ich nahm den Schlüssel vom Direktor mit CK. Ernsthaft? Den fürs Museum. Ich habe ihn hinter der betenden Frau versteckt, als ich für den Tagesausflug rauskam. Ich habe ihn genommen, aber ich habe ihn nicht gestohlen. Ich bin kein Dieb. Okay, als ob das ein Kind geschrieben ist. Hat das Laura geschrieben vielleicht? Das kann gut sein. So, sehe ich da jetzt, wo es hingeht? Wenn man die Rechtschreibung sieht, der könnte das gut ein Kind geschrieben haben, ja. Okay, da ist die Tür. Wo kommen wir da hin nochmal? Die dürfte gesperrt sein. Genau. So, wie schaut's auf Ebene 1 aus? Die Tür könnte offen sein. Obwohl, da waren wir ja schon, ne? Ja. Gut, aber da sind noch zwei, die noch drüben, wo wir nicht geschaut haben. Und es geht noch weiter runter. Ui, das gefällt mir nicht. Oh, keine Karte von dem Gebiet, das gefällt mir noch weniger. Na gut. Los geht's.
Dann viel Glück. Das riecht, auch kommt. Das riecht nach Boss. Das riecht eindeutig nach Boss. Ah, da sind wir jetzt. Hä? Oh! Renkinchen! Schau, wie schnell der ist. Renn! Ich hoffe, die stirbt mir nicht. Schau, wie schnell der ist. Alter, der hat zwei... Was? Was? Mach auf! Passt schon. Mach auf! Passt schon. Oh je. Ernsthaft? Okay, sie rückt uns wenigstens nicht mehr auf den Pill, aber trotzdem, das war jetzt nicht nett. Aber wie schnell der unterwegs war, der war doch normalerweise lahmarschig. Und jetzt rennt er quasi durch. Ja, das war ja halt, das war eins der Quicktime-Events quasi. Ja, ja. Was war jetzt? Aufzugsmelodie? Wäre sie vorher gestorben, wäre Game Over gewesen. Oh. Traurige Sonate. Er ist am Boden zerstört. Er hat das zweite Mal quasi seine Frau verloren. Das wird noch viel krasser werden. Ich hab meine Karte wieder. Oh. Yeah. Oh. Ah, schöne Melodie. Das heißt, jetzt bin ich im ersten Stock, oder was? Ja. In dem Bereich. Ach, vielleicht können wir die Bude mal verlassen. Haha, wer es glaubt. So, jetzt schauen wir noch einmal kurz. Sobald wir hier rauskommen, würde ich sowieso vorschlagen, wir schauen uns die Gegend da mal an. So. Arme Maria. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder zig Türen untersuchen, wo ich durch kann. Ja, da komme ich zum Beispiel nicht durch. Haben wir das schon mal geklärt? Probieren wir es gleich mal hier. Ah, das ist ein Speicherpunkt. Na, das nehmen wir gerne in Kauf. Dann speichere ich einmal. Muhahaha. Arme Maria. Ja. Wahrscheinlich geht's da draußen eh weiter. Aber ich schaue mich trotzdem noch um. Wir haben da die Rezeption. Director's Room, Meeting Room. Theoretisch bei der Rezeption geht's weiter vielleicht. Na, lassen wir's einmal kurz. Oh, okay. Okay. Das war jetzt nicht geplant. Ah. Das war jetzt nicht geplant. Ah, da wird was eingezeichnet. Er, der nicht kühn genug ist, um über den Abgrund hinweg angestarrt zu werden, ist nicht kühn genug, um selbst hineinzustarren. Die Wahrheit lässt sich nur erfahren, indem du weitergehst. Folge der Karte. Da ist ein Brief und ein Schraubenschlüssel. Aha. Aha. Jetzt müssen wir überall dahin, oder was? Na, scheinbar. Das Eingangshaus des Krankenhauses. Ah, wir können es verlassen, okay. Laura? Haben wir da noch was liegen? Nein. So. Bücher über Medizin. Okay. Die Melodie ist auch verstummt. Okay.
Gefällt mir auch gerade nicht. Ah, jetzt ist sie wieder da. Von irgendwo muss ja das kommen. Oh, das ist einfach nur die Trauermelodie, weil wir Maria verloren haben. Ja, glaube ich auch, dass er die Trauermelodie ist. Aber für Maria werden wir noch weiter erkunden. Aber bringt gerade nichts, so wie es ausschaut. Alles zu. Bis auf die Rezeption. Oh, der Untersuchungsraum da vorne, den habe ich noch vergessen. Okay. Okay, gut, alles zu. Dann speichern wir noch einmal. Am besten können wir gleich noch mal speichern. So. Na, dann gehen wir raus. Dann haben wir Dungeon geschafft. Maria ist tot. Ich konnte sie nicht beschützen. Und wieder konnte ich nichts tun, um zu helfen. Laura ist einfach weggerannt. Mary, was? Was soll ich nur tun? Wartest du wirklich irgendwo auf mich? Oder ist das deine Art, um... Ich werde Mary finden. Das ist das Einzige, das mich noch hoffen lässt. So. Ja, was... Jetzt können wir da unten weiter. Okay. Jetzt können wir da theoretisch... Das ist erledigt. Letter Friend. Was denn? Genau. Wo willst du das nächste hin? Darfst du entscheiden. Ich würde erstmal zum schwarz markierten gehen, weil das klingt interessant. Das sagt mir gerade irgendwie gar nichts. Ich weiß, dass wir bestimmte Sachen ablaufen müssen, aber das Schwarze sagt mir gerade überhaupt gar nichts. Okay. Das schwarz markierte. Aber dieser Rosewater Park, da müssen wir ja auch hin darauf, ne? Ja. Aber das Krankenhaus ist auch noch eingeringelt. Müssen wir da auch noch hin? Noch einmal rein? Kann sein, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es einfach nur markiert ist, weil das ja markiert wurde. Okay. Na gut, dann gehen wir raus Richtung Wendell Street und bei der South Street versuchen wir mal abzubiegen. Schauen wir mal. Noch dunkler als sonst. Na schön. Ja, jetzt ist dunkel und kein Nebel mehr da. Aber es sind trotzdem... Ach, Krankenschwestern, na freut mich. Ah, jetzt... Ist der Zeitpunkt, wo auch Krankenschwestern der Straße wandeln. Und wenn ich mich irre, auch irgendwas anderes noch. Oder was, das kommt ja später, keine Ahnung. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich gehe gerade die falsche Richtung, kann das sein, ja? Ja, ich bin doch... Ich wollte eigentlich... Die Straße runter, oder? Ja. Aber ich bin auf rausgegangen und dann nach... Also ich bin nach links gelaufen, ich Trottel. Okay. Verstehe schon meinen Fehler. Passiert. Aber da liegt was. Gut, dass ich falsch war. Schrottpatrone. Irgendwas höre ich. Hat zwei Krankenschwestern, das freut mich. Aber die sind eh lahmarschig. Da höre ich mal schreien. Da höre ich mal schreien. Da können wir mal rechts reinschauen. Stampf, stampf, stampf. Alter, wie viele Krankenschwestern sind da noch? Creepy. So, ist das das, wo ich vermute, dass eine Sackgasse ist? Ja, theoretisch. Schauen wir mal. Oh, da haben wir schöne Sachen. Schöne Sachen. Drüber lachen.
Eventuell brauchen wir es. Ich wäre schon wieder eingekesselt da hinten. Da liegt auch noch was. So, Patronen. Ampulle, nice. So, was und was anderes läuft auch noch herum? Ich weiß nicht wann, aber ja. Was ziemlich gefährlich ist? Ja, theoretisch. Pyromat Head. Wahrscheinlich. Hier, warte mal. Bin mir aber nicht mehr sicher, ob und wann dieser Gegner auftaucht. Ja, wir lassen uns einfach überraschen. Ich werde dann einen Aufschrei machen, wahrscheinlich. Zu gegebenen Zeitpunkt. So, ich gehe mal da entlang. Da könnte hinten was versteckt sein. Na bitte! Gewehrpatronen und Pistolen. Oh, da meine Krankenschwester auch, okay. Da liegt auch noch viel. Da liegt viel! Nimm schneller! Dreimal Schrotti! Nice! Sag mal, was wir als Aufgabeln. Jetzt gehen wir eine Ehrenrunde. Hui, hallo, Schwester! Aber da noch was in der Ecke? Nein. Oh, eine Ecke. Der Erkundungsdrang. Sind wir jetzt schon im anderen Teil drüben? Nein, immer noch nicht. Okay. Aber wir erkunden fleißig. Wir erkunden fleißig. Ja, und finden wahrscheinlich mehr Mittel, die ich hier gefunden habe. War Blödsinn. Ich kann mich nicht mehr erinnern, so viel gefunden zu haben. Kannst dich ja fast schon generell nicht erinnern. An schwarze Markierungen. Ah, da ist noch was. Ja, damit. Gesundheitsdrang. Schrottpatronen. Nice. Alter, bald können wir mal mit der Schrotte fetzen. Klappe zu. Ich höre dich doch. Aber das Gewehr haben wir noch nicht. Sicher habe ich das Gewehr. Gewehr und Schrott ist was anderes. Ernsthaft? Ja. Schrottflinte. Und da sind die Schrottpatronen dazu, das passt schon. Ja, Gewehr habe ich erst 8, aber Schrotte habe ich 96 schon. Also ich habe ordentlich Wumms. So, jetzt gehen wir mal auf die linke Seite, weil da ist generell gesperrt gewesen. Da waren wir ja noch nicht auf der Seite. Konnten wir ja nicht. Ja. Vielleicht kommen wir ja jetzt. Nein, aber da könnte was liegen, theoretisch. Nein, da liegt doch nichts. Deine Ehre liegt da. Und tschüss. So, da gehen wir geradeaus dann. Das heißt, wir gehen noch mal ins andere Ende. Wo bin ich da jetzt? Ah, da bin ich jetzt hier. Okay, na, aber da bin ich noch nicht rein. Gehen wir noch ein Stück weiter. Haben wir hier irgendwas? Nein. Das haben wir schönes. Ah, da ist was. Ah, da. Was ist noch was? Pistole? Pistole. Schön. So wenig Muni. Redet nur mal über Munitionsmangel. Gesundheitsdrink? Gesundheitstrink. Auf einen Gesundheitstrank und deinen Munitionsmangel wirst du nicht mehr klagen. Sicher? Schauen wir mal, wie viel ich habe. Ui, das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Naja, das schlucken wir ja alles noch, wisst ihr. Irgendwann schlucken wir das. So, jetzt müsste ich eigentlich... Ah ja, das ist ein Tunnel der Leidenschaft. Wow. Dann gehen wir mal durch. Behagt mir zwar nicht so.
Da geht's nicht weiter. Ernsthaft? Da geht's nicht weiter? Scheint so der Fall zu sein. Dann müssen wir wohl doch erst anderweitig wohin gehen. Also entweder dann ist wohl das Schwarze das Ziel wahrscheinlich. Rosewater Park? Da müssen wir wahrscheinlich rundherum rennen wieder. Auf der anderen Seite. Oder wir schauen vorher zum Silent Hill Historical Society. Ich glaube, da würde ich eher dorthin schauen vorher. Da geht's glaube ich weiter. Da geht's weiter? Ich meine mich zu erinnern, ja. Aha. Na gut, das. Ah, da geht's nicht durch. Geht. Ich Trottel. Sollte vielleicht mal ordentlich drücken, ne? Aber ich höre da was, glaube ich. Ja, ich höre auch was. Das ist ja der Gegner, den ich meine. Der mal auftaucht. Oh! Was ist das? Keine Ahnung. Meinst du die? Nein. Okay. Puh, wir sind durch. Das ist ja auch creepy Zeug gewesen. Die hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, diese Gegner. Du hattest viel nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß. So wie es ausschaut. Gut, ach, da ist ja der Speicherpunkt. Perfekt! Da können wir gleich beenden. Da war ja deine Speicherpunkt, stimmt. Dein Leben beenden. Oh, schau, was da wartet auf mich. Hihi. Und davor liegt noch was. Als ob du nicht genug davon hättest. Ist das eine Falle? Weil das alles da für mich bereit liegt. Wer weiß das schon. So, wenn man sich das auch noch. Das heißt, das ist eine Vorbereitung auf die Gegner, die hier auftauchen können. Schrottpatronen. Schrottpatronen. Ja. Egal. Richtig Schrott, die Patronen. Ja, im nächsten Part schauen wir sich dann um. Da schauen wir. Nellys Bar, da waren wir ja drin, gell? Ja. Oder? Nellys Bar, ja, das war ja da, wo wir. Da, wo wir, die ganzen Sachen markiert haben. Okay. Passt. Das heißt, wir müssen dann. Ja, eh zu dem schwarzen Ding wahrscheinlich. Ich hoffe, es stimmt. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich hoffe, es stimmt. Das schwarze Ding scheint mir nämlich optional zu sein. Legt eine Notiz, okay? Ich warte in Bar Nelly. Ja, das war ja schon der Hinweis, deswegen gehen wir zu Bar Nelly hin. Aber da waren wir ja schon, ne? Ja. Ja. Gut. Kann mich nicht mehr erinnern. Wenn es beginnt ist so wie du, kann mich nicht mehr erinnern. Kann mich nicht mehr erinnern. Oh. Na egal. So, ja, schöner Part, hat mir gefallen. Wir haben viel erreicht, viel bekommen und wenig gestorben. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal bei ja, James Abenteuer in der Hölle. Ciao, ciao. Jo, bis zum nächsten spannenden Part von Let's Play Silent Hill 2. Ciao.